Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Lego Fortnite Survival. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben da vorne, ich wollte jetzt eigentlich gerade gar keine Aufnahme starten, sondern wollte mich einfach nochmal so ein bisschen außerhalb der Aufnahme umgucken. Aber da vorne sehe ich etwas, was ich noch nicht gesehen habe. Und was wir noch nicht gesehen haben, das müssen wir uns natürlich gemeinsam sowohl im Stream als auch auf YouTube anschauen. Das sieht aus wie irgendwie so ein Riss oder irgendwie sowas. Ich habe ja absolut keine Ahnung von Fortnite, ne? Bestimmt ist es etwas, ist es etwas, was alle Menschen, die ganze Welt kennt. Zumindest die ganze Welt, die sich mit Fortnite schon auseinandergesetzt hat. Es leuchtet. Also man hört es leuchten. Es macht Klänge. Es klingelt. Komm mal her. So, mein Freund. Was ist das denn? Eine Wolke? Ist das der Goldpot am Ende des Regenbogens? Ratet mal, was ich nicht dabei habe. Verdammte Axt. Pass auf, wenn ich jetzt es schaffe, hier ein Dach zusammen zu zimmern, um da hochzukommen, dann wird gleich das Ding weg sein. Tun, tun, machen, machen. 13 haben wir, 13 mal Holz. Mal gucken, ob es passt. Treppen geht nicht, aber Dächer. Dächer können wir uns bauen. So, 1. Moment mal, gab es da jetzt einen Zusammenhang? Oder liegt es an der Tageszeit? Hä? Ach Mann, ey. Nachts verschwindet der. Oh nee, wie kacke ist das denn? Und der kommt ja am nächsten Morgen mit Sicherheit nicht hier wieder. Den haben wir ja jetzt hier zum ersten Mal gesehen. Oh Mann, ich war doch... Ich hatte nur... Oh nee. Oh Mann, nur 5 Sekunden vorher und das wäre alles gut gewesen. Nee, 5 nicht, 20, 30. 30 Sekunden. 30 Sekunden und das wäre alles cool gewesen. Ach Mann, guck mal, aber dafür sehe ich hier unten, dass hier die Dinger wachsen ja so richtig nach. Man sieht ja, wo sie nachwachsen. Ach Mensch, das ist so ärgerlich jetzt. Naja, gut. Können wir nicht ändern? Ach Mann, ist das ärgerlich. Hier ist auch noch eine Höhle. Warte mal, ist das eine Höhle, die wir kennen? Nee, es ist keine Höhle, die wir kennen. Doch, das ist die Höhle, die wir kennen. Hä? Ist das die Höhle? Nee, es ist nicht die Höhle. Wollte gerade sagen. Okay, wir müssen einmal in diese Richtung rennen. Na gut, dann rennen wir jetzt erstmal nach Hause, da haben wir auch noch genug zu tun. Ach, wie ärgerlich. Wie ärgerlich. Naja. Was soll's, Leute. Nicht so wild, wir werden ja bestimmt irgendwann nochmal über so einen Regenbogen stoßen. War so ein bisschen was, hatte sowas von einem Regenbogen. Da schien es auf jeden Fall Loot zu geben da oben. Ich hatte jetzt erst gedacht, dass man in der Nähe nicht bauen darf oder sowas und dass es deswegen kaputt gegangen ist. Weil ich habe das Dach gesetzt und schon war es weg. Ich habe da echt, es war wirklich wie so, als gäbe es da einen Zusammenhang. Aber es scheint wohl so zu sein, dass die Dinger immer nachts despawnen. Das ist natürlich eher schlecht, ne? Naja, Pech gehabt. Pech gehabt. Mal hat man Pech, mal haben die anderen Glück. So, dann flitzen wir einmal nach Hause. Wir können nämlich einige Dinge tun. Wir können zum Beispiel uns ein neues Dorfzentrum aufbauen, beziehungsweise unser Dorfzentrum aufwerten. Hä? Werden die mal wieder aufgefüllt, die Truhen? Nee, das ist einfach das, was wir hier reingeschmissen haben. Okay. Na, okay.
Hallo? Ja, mit dem Langschwert brauchen wir nur zwei Schläge, ne? Die in der Höhle, die Skeletten, die hatten, glaube ich, Rüstung an. Deswegen haben wir da ein paar Schläge mehr gebraucht. So, auf geht's. Zurück nach Haus. Zack. Hier. Und einmal, was war der Plan? Ich wollte ganz gerne Folgendes tun. Und zwar würde ich ganz gerne als erstes einmal hier unser Dorf aufwerten. Level 4 sind wir. Wir benötigen zum Aufwerten Knochenwurzel 10, 15 Planken, 25 mal Granit. 10, 15, 25. Das reicht auch. Und Granit. Moment mal, Granit war, das war ja gar kein Marmor. Ich habe gedacht, wir brauchen dafür Marmor. Ja, das ist ja gar kein Problem. Hier Dorf aufwerten, zack. Tada. Easy peasy. Gemütliches Regal. Okay, wir haben Deko bekommen, wir haben einiges bekommen. Am interessantesten sind natürlich immer die Dinge, die uns irgendwie wieder was Neues. Hier, den brauchen wir. Die müssen wir auf jeden Fall uns einmal basteln. Steinzerkleinerer. Der passt ja fast draußen besser hin, ne? Irgendwie. Als hier drin. Hier drin, das ist halt so was. Ah, naja, wir bauen uns die jetzt hier einfach mal so in die Ecke. So. Zack. Steinzerkleinerer. Granittafel können wir uns daraus machen. Rezept zuweisen. Machen wir uns einfach mal 5. Mal gucken, ob wir dann wieder irgendwelche neuen Rezepte bekommen. Oh, was hast du für uns? Muskelkater. Ist besonders kalt. Du lügst. Wie gefällt dir dein Job? Seide. Danke. Hör mal, ist sie gerade einfach hier reingegangen? Du hörst gar nicht zu uns. Du darfst sie gar nicht sein. Wobei, wir könnten sie natürlich jetzt mitnehmen, ne? Wir könnten jetzt Farbenbomber hier mit reinholen. Ich würde sagen, wir holen Farbenbomber mal mit rein. Grüße von der Insel. Du kannst mich Camper nennen, so viel du möchtest, aber ich brauche nur einen Schlafplatz für die Nacht. Ich glaube, ich mache in deinem Dorf halt. Okay, cool. Ich würde dir einfach mal, wenn das in Ordnung für dich ist, würde ich dich jetzt einfach dazu verdonnern, hier zu bleiben. Reizendes Bett. Ja, komm, wir bauen ihr einfach mal... Nee, komm, wir... Nein. Sie bekommt nur ein normales Bett. Uns selbst können wir mal ein reizendes Bett bauen. So, eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Hast du Lust, mit dazu zu kommen? Oh, hier ist eng. Hallo. So, fortfahren. Lebe in meinem Dorf. Es wäre nett, mal einen neuen Ort zu verweilen. Aber dein Dorf erfüllt meine Anforderungen nicht. Zu bevölkert. Ach so, ich hatte gedacht, wir hätten noch ein weiteres Level. Mist. Wir hätten noch einen weiteren Platz freigeschaltet hier mit dem Level ab. Nope, erst mit der nächsten Aufwertung. Ach, guck mal. Ja, ist doch gar kein Problem hier. 7 Planken und auf geht's. Planke. Gut, das ist jetzt... Brauchen wir noch mal ein bisschen mehr Holz. Machen wir uns direkt wieder ein paar mehr. Einfach mal durchlaufen lassen. Werden wir bestimmt in Zukunft dann auch noch brauchen können. So, das kann hier rein. Hier haben wir noch mal die. Ah, sortieren können wir auch später, ne? Wobei, jetzt wird er gerade eh hergestellt. Also, hier kommen die Jungs einmal rein. Die Seide kommt hier rein. Das kann auch noch mit dazu. Futter kommt drüben rein. Hier können wir das noch mit reinschmeißen. Passt. Gegrilltes Fleisch. Schmeißen wir da nochmal 2 rein. Durchlassen. Danke. Oh, warte. Durchlassen. Danke. Das haben sie auch relativ gut hinbekommen, dass die immer relativ schnell aus dem Weg gehen. Aber auch nur relativ schnell. So, warte. Hier. Dorf aufwerten. Tada! Level 5.
Lebe in meinem Dorf. Yes. Fühl dich wie zu Hause. Cool, ey. So, jetzt muss ich ihr natürlich auch noch sagen, was sie machen soll. Warte mal. Wir uns erst mal kurz einen Kürbis rein. Oder zwei. So. Du. Schön, dich zu sehen. Oh, ah, oh, es ist, ich fühle mich ein bisschen wie in Sims. Dein Dorf ist fantastisch. Ich will gerne etwas beitragen. Also gib mir Bescheid, wenn ich bei irgendetwas helfen kann. Lass uns über Jobs reden. Hilf dem Dorf. Ressourcenjobs, Lebensmitteljobs. Bereite Essen zu. Noch was anderes. Ah, sie kann also Essen zubereiten. Ich wäre gern dein Koch. Und sie kocht uns jetzt alles, was sie kochen kann, höchstwahrscheinlich, ne? Und dann müssen wir einfach mal zu ihr gehen und dann gibt sie uns einfach irgendwas von dem, was sie kochen kann. Nimmt sie sich dann hier unsere Ressourcen raus oder bringt sie die selbst mit? Hm, Fragen über Fragen. Holz nehme ich gern. So, einmal den noch hier rein. Und dann den noch hier hinein. Zack. So, was mache ich denn mit der Schaufel jetzt eigentlich? Die haben wir auch gefunden letztens. Kann ich jetzt hier... Ah, okay. Ich kann damit einfach ein bisschen Erde aus... Okay. I see, I see. Also wir bekommen dafür einfach ein bisschen Erde. Verstehe, verstehe. Stopp. Wir haben jetzt einen Koch. Ich brauche ab und zu mal ein Ei. So. Zwei Eier. Schmeißen wir uns das Ganze noch einmal hier auch mit rein. So, also irgendwas macht sie da. Die Frage ist nur... Kocht sie auch? Hm. Wir sollten auf jeden Fall mal ein paar von den Planken mitnehmen. Damit wir damit dann uns überall hochbauen können, ne? Weil die Planken, die kosten, also die Treppen. Die Treppen hier, die kosten uns ja siebenmal Holz. Beziehungsweise, ja, siebenmal Holz und zwei Planken. Ja, dann können wir da nämlich überall was hinsetzen, hoffentlich. Ah ne, warte mal, das ist die falsche Treppe, wa? Wir können doch auch diese Treppe zum Beispiel bauen. Nein, das geht nicht. Achso, weil wir nicht... Ach so, die gibt's doch. Ach so, die kostet... Moment, kann man sich die überall hinsetzen? Es gibt hier unterschiedliche Treppen, das habe ich gar nicht gecheckt. Warte mal. Also unterschiedliche Treppen, ja, habe ich gesehen, aber ich habe gedacht, Moment. Also, wenn ich jetzt hier, lass mich durch, danke. Wenn ich jetzt, nicht hier, sondern da, die kann ich einfach überall hinsetzen und die kostet uns nur Holz. Die kam erst jetzt dazu, ne, das Problem. Ja, okay. Jetzt haben wir eine Treppe, die ausschließlich Holz kostet. Ja, okay, dann brauchen wir die Planken doch nicht mitnehmen. Und Holz findet man ja quasi überall. Schön, schön. Schön, schön. Das ist gut. Kommt das einmal wieder zurück. So, wir haben jetzt gerade ja ein bisschen Erde ausgebuddelt. Da würde ich ganz gern Folgendes einmal tun. Und zwar hier. Was ist das? Achso, Dekoration sind das. Bücher ist ja cool. Nee, aber eigentlich wollte ich ganz gerne hier. Dafür brauchen wir allerdings ein bisschen Dünger. Warte mal, haben wir nicht noch irgendwo ein bisschen Dünger? Einmal Kacke. Und ich bin mir sicher, wir hatten... Oh nee, das ist glaube ich in unser allererstem Haus noch, ne? Na schöne, aber hier vorne müsste doch bestimmt... Hier sind doch Tiere, hier sind doch Kühe, Kühe kacken. Hier liegt überall Kacke rum. Geil. Dünger mitnehmen. Dünger mitnehmen. Dünger nehmen wir auch noch mit.
Hier gibt es nochmal ein bisschen Dünger. Habt ihr nochmal hier irgendwo so ein bisschen... Von ein bisschen weiter weg kann man die besser sehen, die Scheiße. Das ist Tarnkacke. Ja, ich sag's, Leute. Ich sag's, was ihr denkt. Das da drüben, das sind Tarnkackenbomber. So, ich hab's gesagt. Jetzt können wir uns hier einmal so ein kleines Beetchen hinsetzen. Wenn wir denn... Ach, wir können doch aber auch einen... Warte mal. Wir haben doch irgendwo einen kleinen Zaun, oder? Hier gibt es erstmal neue Böden. Cool, cool, cool. So viel neuer Kram, ey. So viel neuer Stuff. Ach, guck mal, hier so richtig schön kann man jetzt auch... Weil Gelb ist jetzt nicht so schön, ehrlich gesagt. Gefällt mir nicht. Boah. Was haben wir hier? Balkenwand. Cool. Hui, was es alles gibt. Wo finde ich denn jetzt hier Zäune? So, hier könnten wir uns nun... Aber so ein Türchen gibt es hier nicht, wa? Ha. Warte mal, wir bauen uns hier mal kurz. Wieso habe ich eigentlich die ganze Zeit die Fackel in der Hand? Ich meine, die geht nicht kaputt. Das ist also nicht so wild, aber... Schön ist das auch nicht. So, warte mal. Holz. Theoretisch, solange man hier unterwegs ist, kann man ihn ja auch ein bisschen was sammeln lassen, ne? Naja. Lassen wir aber erstmal so. Hier vorne war das. Reicht da eins? Ach, Planken brauchen wir dafür. Ich glaube, eins reicht da nicht. Durchlassen. Eine Breite hier. Nope. Also Spitzhacke zur Hand. Einmal weghauen das Ding hier. So rum oder so rum? So. Na komm, wir machen mal hier ein bisschen mehr. Könnte auch abwechseln, ne? Und hier nochmal. Jetzt einmal hier ein bisschen Erde hin und da auch ein bisschen Erde hin, wenn wir denn ausreichend Erde hätten. Oh, ich wollte eigentlich gar nicht mit dir reden, aber schön, dass wir miteinander reden. Maiskolben, vielen Dank. Moment mal, hat sie uns gerade einen rohen Maiskolben gegeben? Nee, sie hat uns einen gebratenen Maiskolben gegeben. Ich glaube, wir hatten auch keine Maiskolben mehr, ne? Doch, wir hatten noch Maiskolben. Da hätte ich jetzt mal drauf achten müssen, wie viele wir denn noch hatten. Naja. So, einmal. Hier noch eins daneben und... Wie ist da was, wenn man das anders? Jetzt haben wir nicht genügend Ressourcen, das ist nicht so wild. Jetzt würde ich ganz gerne einmal hier. Zwei. Drei und dann noch die Ecke da rein. Hatte ich schon gesagt, dass ich die Musik mag? Ich mag diese Musik, die ist so schön beruhigend, ey. So, Ecke ist drin. Der lange ist noch zu kurz. Der lange ist zu lang. Oder?
Ich verhungere. Rein damit. Ja, der, da müssen wir jetzt zwei kurze nehmen. Eins. Zwei. So, und jetzt? Können wir auch noch so eine Ecke reinzimmern? Aber jetzt wird es langsam ein bisschen eng hier mit der Treppe, ne? Hm, vielleicht müssen wir da nochmal was dran ändern. Vielleicht tun wir das irgendwann mal. Ist der hier doppelt so... Nee, der ist nicht doppelt so lang wie der... Wieder kurze, ne? Aber wir können auch eine kleine Variation hier reinbringen und dann können wir hier... Setzen wir mal den hier und dann können wir hier so durchlatschen. So, dann kommt hier nochmal so ein Beet hin und noch eins daneben. Ich sehe, dann haben wir hier aber ein bisschen zu viel Platz, ne? Aber ist ja nicht so viel. Auf jeden Fall haben wir jetzt einiges an Beet. Und wir können somit nun... Hier einmal hier hinten. Nein, verdammte Axt, ich möchte nicht mit dir sprechen. Immer wollen die mit mir reden. Kürbis. Himbeeren. Mais. Weizen. Ich denke, wir nehmen erstmal den Weizen. Dachte ich. Hatte ich gedacht. So durchlassen. Offenes Stück Land. Weizen. Wachsen die sich dann von alleine nach? Also wenn ich jetzt hier so... Jetzt habe ich ja jetzt hier 7 drin. Die Frage ist, wenn ich jetzt, wenn der jetzt ausgewachsen ist dann, und ich den dann ernte, bleiben die 7, die 6 restlichen oder die 7 dann noch drin? Man weiß es nicht. Oder verliere ich die alle? Kann man nur testen, ne? Himbeeren, Möhrchen, dies und das. Wir pflanzen einfach mal alles an. Wobei, alles wird schwierig, ne? Maiskorn. Himbeeren. Und... Ja, von den Bärchen hier bin ich mir nicht so sicher. Wobei, für die Wüste können wir uns schon mal vorbereiten. Gut. Sehr gut. Jetzt gucken wir nochmal. Wir haben keinen Dünger und keine Erde mehr. Alles klar. Hätte eigentlich genau gepasst, ne? Eigentlich hätten wir uns auch hier die Kürbisse noch einpflanzen können. Wenn ich nicht zweimal den Weizen eingepflanzt hätte. Naja. War nicht so wild. So, hier kommen wir auch noch durch. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir das hier vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen anders machen mit der Treppe. Schauen wir mal. Ja, ich bekomme gerade die Info, dass es da tatsächlich, die Pflanzen sich von alleine nach. Ne, also wenn hier die drin sind. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ob die dann der reife Weizen auch wieder Samen ergibt. Also in echt ist es natürlich so, aber ob das hier im Spiel auch so ist. Frage ich mich. Werden wir definitiv irgendwann in Zukunft erfahren? Was bist du eigentlich? Ach, Schubsaft. Schubsaft. So. Wir können auch die Saftpresse einmal bauen. Dafür brauchen wir eine Marmortafel und Knorrenwurzelstab. Ja, nee, ich möchte nicht mit dir sprechen. War es eine Marmortafel? Es war... 7 Marmortafeln brauchen wir dafür. Okay. Dann machen wir uns doch hier jetzt einmal 7 Marmortafeln. Yes. So. Und dann benötigen wir... Was ist das jetzt hier wieder? Ach, das Mahlwerk, okay. Dann benötigen wir noch 5 Knochenwurzelstäbe. 4 haben wir. Machen wir uns hier nochmal... Und dann können wir uns nämlich hier noch einmal die Saftpresse hinsetzen. Da können wir dann verschiedene Getränke herstellen, die zur Heilung und Verstärkung von Attributen verwendet werden können. Geil.
Ups, nein. Nehmen. Und jetzt können wir noch immer nicht, weil uns noch die Marmortafeln fehlen. Oh, die brauchen ein bisschen länger hier. Aber es sind nicht so wild. Und dann kommt auch noch das Mahlwerk dazu. Aber wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die Saftpresse. Auf den Presssaft. Wenn da hinten jetzt, stehen da hinten die Kühe noch rum? Das mit dem Verhungern geht verdammt schnell, ne? Ich glaube, die Kühe wurden geschlachtet. Hm. Liegt da trotzdem vielleicht ein bisschen Kacke noch? Ein bisschen Kacke? Da könnte welche liegen, warte mal. Ah, verdammt. Keine Kacke. Naja, nicht so wild. Na gut, dann haben wir eben... Dann haben wir eben keinen Dünger mehr. Ich hätte ganz gerne nochmal eben hier so ein... So ein letztes hätte ich ganz gerne noch einmal gebaut. Oder ein, zwei hätte ich da gerne noch hingesetzt. So, einmal durchlassen bitte. Dankeschön, Dankeschön. Und jetzt brauchen wir hier nochmal eben kurz... Das sind die und nun können wir als letztes schön mit den... Das ist halt wirklich Lego, ne? Das ist echt witzig. Als letzte Handlung in dieser Folge setzen wir uns hier einfach mal... Wo setzen wir uns denn hin? So eine Saftpresse passt eigentlich ganz gut hier zwischen in die Küche, ne? Hier passt sie höchstwahrscheinlich nicht wirklich hin. Ah ja, doch, irgendwie schon. Schubsaft. Schubsaft, Schlürfsaft. Cool, Schlürfsaft ist gut. Himbeeren und Schlürfpilz, achso. Und Schneebeeren-Shake. Und dann gibt es für 10 Minuten sogar den Buff. Ah, hier gibt es für 10 Minuten dann den Kältebuff, damit uns es nicht so ganz so heiß ist in der Wüste. Das ist natürlich sehr praktisch. Ja, dann sollte man das auf jeden Fall mal herstellen, ne? Cool. Wird ja schon schön voll hier unten drin. Leute, ich danke euch für eure Zeit. Vielen Dank für eure Likes, eure Kommentare. Wir sehen uns, wenn ihr wollt, beim nächsten Mal hier in Lego Fortnite Survival. Macht's gut, bis dann. Tschüssi.